Heute machen wir was ganz Besonderes. Wir schlafen heute im Felsenkeller. Und zwar ist das ein Keller, der ist ungefähr 30 bis 50 Meter tief. Und der ist völlig frei von Elektrosmog. Also da kommt keine Funkstrahlung durch. Das ist meterdicker Sandstein. Der seit 100 Jahren ist da nichts mehr passiert. Ich probiere es jetzt mal aus, drin zu schlafen in der Nacht. Bestimmt gut für die Zellen zum Regenerieren. Hier ist der Eingang, alles schon am Verfallen. Alles zum Kratzen. Liegt total im Gebüsch, das findet man normal nicht. Das waren noch Zeiten. Alles verrostet, war schon Jahre keine mehr drin. Ist hier jemand? War mal ein Bierkeller früher. Aber ich schätze mal, boah, Fledermaus. Oder? Ein Vogel. Oh, leck. Die Fledermaus. Unglaublich. Sehr gruselig hier. So, hier würde ich mein Feldbett aufbauen. Ein Haufen Fliegen sind hier. Wahnsinn. Bin mal gespannt, ob ich überhaupt schlafen kann. Tausende Fliegen. Ich glaube, ich störe hier ein bisschen. Aber egal. Okay, dann holen wir die Sachen rein. Schauen wir, ob wir schlafen können überhaupt. Den ganzen Ungeziefer. Ich zünde jetzt erstmal eine Kerze an, will ich anlassen in der Nacht. Das wird mir zu dunkel hier. Okay. Unglaublich, was hier los ist, ne? Ich bin alleine. Okay, jetzt bauen wir das Feldbett noch auf. Aber erstmal eine Messung mit einem Elektrosmog. Messgerät. So, wir haben keinerlei Strahlung. Keine Niederfrequente, keine Hochfrequente. Gar nichts. Keinen Handyempfang. Okay, dann fahre ich mal das Feldbett auf. Ich will jetzt doch nicht am Boden schlafen, das wird doch nicht zu schmutzig. Ich weiß nicht, ob es hier Ratten gibt, die mich dann anfressen vielleicht. Ich glaube nicht.
geht, wunderbar. Die Mücken sind auch weg, weitestgehend, nur noch ein paar tausend. Und hier ist es total ruhig, also sehr ungewöhnlich für einen normalen Menschen, dass es auch keine Geräusche gibt. So, jetzt baue ich einen Schlafsack auf. Und jetzt immer konstant 8 Grad. Aber die Bier gelagert, über 8 Grad scheinbar am besten. Und dass das Bier gut ist, kann für Menschen auch nicht schlecht sein. Ich glaube, so wenig Strahlung in so einem alten Keller kriegt man in einer normalen Wohnung gar nicht hin. Man wird den ganzen Tag bestrahlt und früh bis spät auf Arbeit, in der U-Bahn, im Zug, zu Hause, WLAN, Handy, in der Tasche. Also der Körper kann sich eigentlich kaum erholen von der Strahlung. Aber hier ist keine und wenn man es immer wieder mal macht, schadet es bestimmt nicht. Im Gegenteil. So meine Idee ist ja, als Strahlenfahrender Strahlung abzuschirmen. Mir geht es hauptsächlich um Schlafplatz, dass man zumindest nachts die Gelegenheit hat, sich zu regenerieren, beziehungsweise die Körperzellen. Ja, eine Wohnung schirmt mal ab mit verschiedenen Materialien, mit Abschirmfarbe, Gewebe, Baldachin und so weiter, aber man kriegt es nie restlos weg. Man könnte das auch mit Fasten verknüpfen vielleicht, dass man mal sich einige Tage in so einem Keller aufhält, nur mit Wasser und im Campingklo, das überlege ich mir noch, das mache ich vielleicht auch noch irgendwann. Aber da braucht man ein paar Tage am Stück Zeit und die habe ich momentan nicht. Aber jetzt für die eine Nacht, das ist ganz witzig. Tja. War bestimmt viel Arbeit, das Ding hier rauszuklopfen. Windstill ist es auch noch zusätzlich. Also keine Fremdeinflüsse, man hat nur mit sich selbst zu tun. Gute Nacht. Okay, dann versuche ich mal hier zu schlafen. Und bin gespannt, wie ich mich morgen früh dann fühle. Dann. Gute Nacht. Witzig. So, tschüss Keller. Geh mal wieder. So, mein Abschlussbericht über meine Übernachtung im Keller ist leider nichts geworden. Die Datei war weg. Dann sage ich es euch jetzt nochmal. Also die Nacht war gut, ich habe durchgeschlafen. Es waren 6 Stunden ungefähr. Es hat gereicht. Also scheinbar muss man da kürzer schlafen, um ausgeschlafen zu sein. Es war stockfinster, das ist auch ungewöhnlich. Haben wir zu Hause auch nicht. Da hast du immer irgendwelche Lichter, die reinscheinen. Zum Schlüsselloch oder zum Rollo. Die Schlitze. Es war absolut still, also keine Geräusche und kein Elektrosmog. Also ich glaube, wenn man das mal eine Zeit lang betreibt,
oder mal ein paar Tage am Stück in seinem Keller schläft oder sich aufhält, dann ist es bestimmt ganz gut für den Körper. Also ich mag es nochmal. Vielleicht kennt ihr auch jemanden, der so einen Keller hat. Viele wissen es ja gar nicht mehr, dass sie einen Keller haben. Ich glaube, jeder Bauer hat einen Kartoffelkeller zum Beispiel. Oder jede Brauerei hat einen alten Bierkeller. Oder auf die Dörfer sieht man überall die alten Keller verfallen. Man kann sich ja mal informieren. Es gibt diesen Herrn Weinert, der elektrosensibel ist, der im Wohnwagen lebt. Die können genauso gut in den Keller reinziehen. Also es gibt noch genug Orte, wo keine Strahlung ist. Ja, dann bis demnächst. Ciao, ciao.